Mit diesem Rückblick heiße ich dich recht herzlich willkommen auf dem Kanal Model Creation. Das ist der Modellbaukanal von Train Dreams. Hier zeige ich dir, was ich so mit meinen Gebäuden veranstalte, was ich so mit diesen Gebäuden mache. Und zwar, da haben wir dieses Mal dieses alte Sägewerk vor uns, was ich im letzten Teil ja alles auseinandergerupft habe. Wir haben es ganz kurz im Einspieler gesehen. Da haben wir kurz gesehen, wie ich alles auseinandergerissen habe. Natürlich habe ich wesentlich mehr daran gemacht. Das könnt ihr euch noch gerne alles anschauen, wenn ihr den ersten Teil euch anschaut. Den werde ich natürlich wieder entweder oben in der Ecke rechts verlinken oder unter dem Video verlinken. Beziehungsweise werde ich sogar eine Playlist dazu erstellen. Das wird dann so drei Teile umfassen. Das könnt ihr euch gerne auch angucken. Das ist überhaupt kein Problem. Der Uli freut sich darüber. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich hatte es im letzten Teil ja schon angekündigt. Es wird eine Zwischendecke eingezogen. Natürlich bietet sich hier an, weil ich das Ganze mit dem Lasercutter mache. Das ist kein Hexenwerk. Das macht sich relativ einfach. Man muss es vorher nur alles schön messen. Und dann kann man das relativ schnell ausschneiden. Das Schneiden dauert 2 Minuten, wenn es hochkommt. Und ach, das ging noch schneller. Das ist ja bloß einmal ringsrum. Das ist ein dünnes Brettchen von 2 mm. Das passt schon irgendwo alles. Verwenden werde oder habe ich in diesem Fall die LEDs, die kleinsten, die es überhaupt gibt auf dem Markt. Die sind wirklich so ein halben Millimeter. Ich habe keine Ahnung, wie klein die sind. Man sieht sie jedenfalls nicht. Wenn ich die hier vor mir habe, habe ich die gerade hier liegen? Moment mal kurz. Habe ich. Und zwar hatte ich mir davon, man sage und schreibe, 150 Stück erst gekauft. Da sind sie. Hier oben sind diese LEDs dran. Man sieht sie eigentlich gar nicht. Kann man das jetzt hier irgendwie so sichtbar machen? Keine Ahnung. Ich sehe es im Vorschau-Monitor immer ein bisschen schlecht hier auf meiner Kamera. Und ja, die sind so klein, das heißt, man denkt, man hat bloß die Kabel, wo die geliefert wurden. Ich habe 150 Stück, die kommen direkt aus China. Da hat meine Frau eigentlich nur diese Teile gesehen. Und die sagt, du, da ist irgendwas, die kommen für Akupunktur. Ich sage, bitte was? Ja, weil das sieht so aus wie Akupunkturnadeln. Ja? Dabei ist das der Widerstand, der hier schon dabei ist. Und ja, die sind super. Da lohnt sich das Warten von 4 bis 6 Wochen, bis das hier ist. Und da bin ich auch ganz ehrlich, die hohen Preise, wenn ich 150 Stück kaufe, hier in Deutschland bin ich nicht wirklich bereit auszugeben. Ansonsten bin ich natürlich ein Verfechter, Sachen hier vor Ort zu kaufen. Aber ihr wisst, ich kaufe auch viele Sachen im Ausland, wenn sich's finanziell wirklich lohnt. Ich mache das nicht wegen 2-3 Euro Ersparnis, aber wenn ich überlege, dass ich hier für 150 Stück weniger bezahlt habe als in Deutschland für 20, da überlege ich nicht lange. Und dann sind die so klein, die habe ich extra deswegen so viel gekauft, weil die in alle Gebäude reinkommen. Und die werde ich verwenden, weil die Modell-Scheinwerfer, also für meine Loks habe ich die schon eingebaut. Da habe ich schon in meine Dampflok eingebaut, in meine, ach was weiß ich, die Videos, die findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr danach sucht. Oder ich verlinke es auch mit, ich muss mal gucken, wenn ich dran denke. Ansonsten habe ich jede Menge Umbauvideos dazu gemacht, weil ich schon Fahrzeugen, Licht und alles Mögliche verändert habe. Ich gehe im Moment gar nicht so sehr darauf ein, was hier im Hintergrund passiert, denn das ist alles ein bisschen selbsterklärend. Ich habe jetzt hier Außenlaternen angebracht. Das sind so Industrieleuchten. Die habe ich auch mal zuhauf gekauft. Das heißt, da mache ich dann immer diesen Metallstängel ab, der damit dran ist. Die kommen so an moderne Straßen ran. Sieht furchtbar aus. Aber als Gebäudebeleuchtung, als Außenbeleuchtung finde ich die super, wenn man Industriegebäude hat. Da kann man das einfach abmachen und ihr seht ja die kleinen Lampenkörper da, wo ich gerade hier rechts da mal außen rumzupfe. Die sind natürlich außen noch nicht verklebt für jemanden, der dann irgendwann sagt, die sind ja alle schief bei dir. Nein, die werden erst nach dem Bemalen des Häuschens verklebt, beziehungsweise während ich das bemale, werde ich das gleich mit verkleben, sodass sie dann auch schön ausgerichtet sind. Ich statte ja 3 LEDs mit einem gemeinsamen Widerstand aus. Das reicht völlig aus. Und das ist 1 Kiloohm und das ist dann schön dunkel. Und darum geht es mir auch. Ich möchte ja kein Flutlicht haben. Ich möchte ja nicht meine MOBA überflutet
sehen, wenn ich das Licht anmache, dass ich denke, ich sitze vor einem Weihnachtsbaum oder sowas. Das soll also alles schön diffus sein. Das soll alles irgendwo schön gemütlich wirken, ja. Und wenn dann eben noch die Lichter, wie bei meinen anderen Häuschen, das wird auch hier passieren. Obwohl hier glaube ich, mache ich das nicht. Hier habe ich also die Außenlampen, die drei Stück, die hier dran sind, und dann die vier, die innen drin sind. Das heißt, zweimal leuchtet nach oben und zweimal leuchtet von der Zwischendecke aus nach unten. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt greife ich nämlich gerade ein bisschen im Video vor. Und aber ich hatte es ja schon reingebaut. Hier ist mein berühmt ist das wahrscheinlich noch lange nicht, mein Testkästchen. Das hatte ich mir vor langer Zeit mal selber gebaut. Aus dem 3D-Drucker habe ich mir das entworfen. Und da brauche ich lediglich oben die Kabel so aufdrücken oder die Litzen. Egal wie dünn, ich drücke die nur auf, das funktioniert sofort. Und ihr seht schon die drei LEDs, die leuchten hier. Ich habe auch da Anschlüsse, wo gleich ein Widerstand mit drin gewesen wäre und. Also dieses Testkästchen macht sich super. Da kommt übrigens auch Fahrstrom von meiner Z21 an. Hier haben wir jetzt die Zwischendecke. Jetzt prüfe ich nur ganz kurz, wo es sein soll, denn ich möchte die LEDs nicht unter den Dachfenstern direkt haben. Also da soll kein Scheinwerfer oben rausscheinen. Die sollen ganz diffus, wie ich es vorhin schon sagte, lediglich da oben raus leuchten, aber so indirekt, ja, deswegen sind die komplett versetzt. Die heißt, die einen habe ich nach links gesetzt, obwohl das Dachfenster rechts ist, und umgedreht, und so, dass das gar nicht irgendwo in irgendeiner Form daraus scheinen kann, weil ja, das, nee, das muss ja nicht sein. Ich male die Zwischendecke braun von oben und von unten, weil das Häuschen hat ja so einen braunen Grundton. Die meisten, die mich kennen, werden jetzt aufschreien und sagen, was, du machst es nicht schwarz? Nein, ich mache es diesmal braun. Schwarz, wer es nicht kennt, das ist von meinem Modell Bahnkanal. Da male ich seit jeher alles irgendwo, immer, was man bemalen kann, irgendwo schwarz an. Damit ich hier nicht so ein buntes Ding da im Hintergrund stehen habe, wenn ich da meiner Mobile noch baue. Und hier drin male ich jetzt auch braun. Das heißt, da war ja der Hintergrund schwarz. Das war ja aus der letzten Folge, habe ich ja da drin alles ein bisschen grundiert, damit das Licht nicht durchscheint. Und da habe ich jetzt überlegt, Mensch, mach doch einfach mit einem groben Pinsel und trockener Farbe gleich die Holzmaserung nach. Spare ich mir weitere Anstriche innen drin. Muss ja nicht sein. Ich hatte es im Video ja erwähnt, wo ich das ganze Modell vorgestellt hatte. Das war auf dem Eisenbahnkanal. Da hatte ich mich ja so ein bisschen lustig gemacht über das beigefügte Holz, was da so riesig, ich glaube, wir sehen das nachher noch. Da baue ich natürlich Holzstapel selber. Ja, da nehme ich nicht diese Plastik, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hat das mit Nudeln verglichen? War das Valentin? Ich weiß es nicht mehr. Und natürlich baue ich das selber. Da kommen richtig schöne kleine aus Eisstäbchen. Ich wollte es erst mit dem Lasercutter machen, also völlig übertrieben. Guck mal, da oben ist das Original. Sieht nicht schlecht aus, ja, aber das ist doch nichts. Und hier unten so ein wilder Haufen von Brettern. Und das soll ja auch nicht das sein, was im Sägewerk gesägt wurde, sondern dieser Haufen, den ich jetzt hier erstellt habe, den wird man nachher wahrscheinlich gar nicht sehen. Denn der kommt oben auf die Zwischendecke. Den sehe ich nur, wenn ich durch das kleine Fenster, im Thumbnail hat man es ja gesehen, da hat man ja dieses Fenster gesehen, also im Vorschaubild. Und da hat man, wer hingeguckt hat, hat man das gesehen, dass da Holzstapel drin waren. Ja? Also man sieht das nur, wenn man hier in diesem Gebäude sich runterbückt oder rüberbeugt oder was auch immer und da reinschaut, sieht man diesen Holzstapel da oben drinne. Das finde ich super. Das sind so, was ich immer sage, diese Kleinigkeiten. Ja, wenn man irgendwo was reinschaut, viele von euch machen das und machen das mit Sicherheit noch viel, viel besser als ich. Aber ich finde es nett, wenn man sowas macht. Ja, und ihr seht, das passt jetzt aufgrund von diesem Lasercut, passt das wirklich hervorragend da rein. Und jetzt klebe ich von unten lediglich noch so kleine, Stangen an, wo das dann drauf liegt, die Zwischendecke. Und ich hätte sie jetzt selber reinkleben können, aber ich fand es netter, wenn die irgendwo eine Auflage oder Ablage hat, wo die dann drauf liegt halt. War halt so, ne, dass ich das gemacht habe und mir gefällt. Das ist ja auch mal die Hauptsache. Und jetzt ist das Ganze drin und da guckt man, wenn man vorne reinguckt, sieht man den Bretterstapel. Ja, das hat doch was. Da ist das Licht oben drüber, dahinter ist auch drin ein Licht. Und finde ich gut, gefällt mir, ist eine nette Sache. Hier, guckt mal.
Das, so sieht das aus. Aber überlegt mal, das Häuschen ist ja wohl so klein. Und da muss man sich richtig hinbeugen, hinbücken. Aber ich finde das doch schön, wenn man da reinguckt und plötzlich entdeckt man da irgendwas drin. Hier sehen wir jetzt nochmal die Beleuchtung im Dunkeln, wie das Ganze wirkt. Ihr seht schon, das ist wirklich sehr diffus. Das ist wirklich relativ dunkel. Also wenn es nachher auf der Anlage steht, sieht man dann auch so diesen kleinen Lichtkegel unten drunter. Das passt alles schon. Auch die Innenbeleuchtung ist schön. Da habe ich, die sind ein bisschen weißer als die Außenbeleuchtungen. Das heißt, nee, sind sie eigentlich nicht. Das wirkt hier mehr so. Und mir gefällt das. Und jetzt sehen wir es gleich nochmal in einem bisschen helleren Zustand. Hier sieht man den groben Putz, der natürlich noch nicht fertig ist, der noch dann bemalt wird. Das ganze Häuschen wird ja im dritten Teil, wird das Ganze jetzt von außen gestaltet, so dass ich es dann aufbringen kann. Und die Endgestaltung, das kommt dann im Einbau. Wenn man das Häuschen einbauen auf der Anlage, auf der Modellbahn, dann kommt auch die Außengestaltung, dann kommt auch das Grün rein, dann kommt auch die Säge rein und. Das kommt alles dann im sogenannten vierten Teil, wird aber bei Trend Dreams gezeigt werden. Und ja, weil das wieder zur Modellbahnanlage gehört und nicht zum Modellbau, wo wir jetzt hier uns gerade befinden. Mir gefällt's. Ich finde es ein schönes Häuschen. Und ja, mit diesen Worten und mit diesen Bildern möchte ich euch verlassen für die Woche. Ich denke, wir sehen uns, wer möchte, am Freitag bei Trend Dreams oder nächste Woche hier mit dem dritten Teil des Ganzen. Ich freue mich auf euch. Macht's schön gut, habt eine tolle Woche und bis dahin. Tschüss.